Glückwunsch, Silverstream. Du bist offiziell ein Nicht-Pegasus-Wonderbolt. Wirklich? Das ist so eine große Ehre. Wie kann ich mich nur bedanken, Rainbow Dash? Ganz leicht. Du trittst in unserer Show auf. Und zwar heute. Also ab in die Luft und mach mich stolz. Moment! Ich hab doch gar keine Uniform! Silverstream, ich hab vergessen, für einen Kurs zu lernen und heute ist schon der Test. Wenn ich nicht bestehe, habe ich keinen Abschluss. Wow, das war komisch. Und das ist noch viel komischer. Das ist nicht meins. Ah, mach, dass es aufhört. Bitte, stopp! Gut, ihr seid alle meinem Aufruf gefolgt. Moment, heißt das, das ist gar nicht mein Traum? Freunde träumen wohl alle das Gleiche. Das hier ist eher ein Albtraum. Ja, finde ich auch. Ich darf nur einen davon. Die sehen alle so gut aus. Das ist deine Version eines Albtraums? Twilight, wieso hast du uns denn gerufen? Ich bin nicht Twilight. Ich überbringe nur eine Nachricht. Ihr müsst euch beeilen. Der Baum der Harmonie braucht euch. Du siehst gut aus. Spike, ich habe schlimme Neuigkeiten. Was ist denn? Wird das Kristallkönigreich wieder angegriffen? Was? Nein, wir haben nur 20 Textmarker und alle sind orange. Wie sollen denn die Schüler ihre Notizen markieren? Ich bin mir sicher, dass du die Einzige bist, die das tut. Egal, 20 reichen nicht fürs nächste Schuljahr. Wir haben noch viel Zeit, mehr zu bestellen. Die Freundschaftsschüler kommen erst in... jetzt. Ups, was für eine Überraschung. Wieso seid ihr denn jetzt schon alle hier? Habe ich etwa ein falsches Datum verkündet? Oh, wir kommen nicht zum Schulbeginn. Richtig, wir sind hier, weil der Baum der Erkenntnis uns hergerufen hat. Nicht traurig sein, dass er uns gerufen hat. Seit dem letzten Jahr haben wir eine gute Verbindung zu ihm. Der Baum kann euch aber nicht mehr rufen. Er wurde von König Samra zerstört. Vielleicht bist du beim nächsten Mal ein bisschen behutsamer mit der Wahrheit? Was ist mit den Elementen der Harmonie? Die sind leider auch fort. Aber das bedeutet doch, dass der Everfree Forest Equestria überwuchert. Das haben wir bereits unter Kontrolle. Und Sombra kommt auch nicht zurück. Also, das sind doch gute Nachrichten, oder? Können wir uns den Baum mal ansehen oder was davon übrig ist? Ihr müsst mir versprechen, zusammenzubleiben. Das Schloss der zwei Schwestern ist nicht unbedingt der sicherste Ort, wie ihr wisst. Jona, keine Angst vor Pakwajis, nicht mehr. Freunde retten ganze Schule vor bösem Pegasus. Da hat sie allerdings recht. Wie konnte das passieren? Wären wir bloß nicht in den Ferien nach Hause gefahren. Vielleicht hätten wir den Baum dann retten können. Oh, ich wünschte, dieser Sombra-Typ wäre noch in der Gegend. Dem würden wir eine Lektion erteilen. Das nicht. Bringt Baum zurück. Oder Elemente der Harmonie. Warte! Wir haben doch alle den Baum in unserem Traum gesehen. Wäre er verschwunden, hätte er doch gar nicht mit uns reden können. Vielleicht kann es uns sogar gelingen, den Baum zu heilen, wenn wir unsere Augen schließen und ganz stark an unsere Freundschaft denken. Ich habe schon Schlechteres gehört. Funktioniert es? Nein. Dann scheint der Baum tatsächlich fort zu sein. Dann müssen wir irgendetwas tun, um ihn zu ehren. Oh, gute Idee, Gallus. Hey, vielleicht hat der Baum uns deshalb gerufen. Mit dem letzten Rest seiner Magie wollte er, dass wir herkommen und ihn in Erinnerung behalten. Ja, er sagte, er braucht uns. Ocellus! Da bist du ja! Der ganze Bau sorgt sich um dich. Wieso sagst du uns nicht, wenn du weggehst? Beim letzten Mal, als ihr das gemacht habt, gab es fast einen Krieg zwischen unseren Königreichen. Tut mir leid, Thorax. Es war ein dringender Notfall. Okay, nächstes Mal fragst du einfach, bevor du gehst. Und jetzt komm, wir gehen nach Hause.